Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notruf 112, der Angriffstrupp. Wir machen weiter mit der Kampagne und deswegen würde ich sagen, quatschen wir hier gar nicht so lange rum. Ich klicke einfach mal direkt auf Weiter und los geht's. Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst. Was ist passiert? Ich bin Pförtner bei Design Software und neu hier. Ich kann den Alarm nicht ausschalten. Lassen Sie die Finger da weg. Das ist auch unsere Aufgabe. Sind noch Personen im Gebäude? Ich habe keine Ahnung, das ist mein erster Tag hier und dann so ein Mist. Die Kollegen werden jeden Augenblick eintreffen. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir dem guten Mann ein bisschen helfen können und hoffen wir mal, dass die ganze Situation dort vor Ort nicht ganz so schlimm ist. Werden wir aber jetzt gleich nach dem Ladebildschirm wahrscheinlich sehen. Ich bin sehr gespannt und freue mich mega drauf. Ja. Immer noch Ladekringel. Gleich haben wir es hoffentlich geschafft. Ja, meine alte PlayStation 4 braucht ein bisschen. Alles klar. Donnerstag, 27.04.2023, 9.20 Uhr, Einsatzstichwort Brandmeldezentrale ausgelöst. Alles klar. Scheint erstmal so alles auf den ersten Blick total entspannt zu sein. Ich würde mich jetzt hier schon mal so ein bisschen ausrüsten. Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst. Rüste du dich für einen Innenangriff aus und folge mir dann zum Eingangsbereich. Mach ich. Ich komme gleich. Eingangsbereich ist, denke ich mal, da hinten. Wir beobachten mal kurz, wo er wirklich hinrennt. Nicht, dass ich gleich hier dastehen, weiß nicht, wo es hingeht, aber normalerweise. Genau. Alles klar. Er ist da mal ganz schnell hingerannt. Also wir nehmen einfach mal das Hohlstrahlrohr mit. Da jetzt nicht wundern. Wir können so löschen, wenn ich die richtige Taste finde. Ja, es liegt kein Schlauch hier oder sowas, kein Verteiler. Es ist aber auch meiner Meinung nach okay. Es ist ein PlayStation-Spiel, ein Konsolenspiel. Ich erwarte von Konsolenspielen nicht, dass die hundertprozentig realistisch sind. Ich erwarte da einfach, dass die Spaß machen, so nebenbei ein bisschen zu daddeln. Aber ich möchte jetzt hier nicht so lange rumquatschen, bevor ich irgendwie losrenne. Deswegen konzentriere ich mich mal langsam wieder so ein bisschen auf das Spiel. Ich würde auch mal den Rauchvorhang, glaube ich, mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob ich den brauche oder nicht. Ansonsten Wärmebildkamera vielleicht zum Abchecken. Wollen wir die mitnehmen? Bindemittel glaube ich eher nicht. Kaminbesen glaube ich eher auch nicht. Ich würde die Wärmebildkamera vielleicht mitnehmen, falls wir die Stelle suchen müssen, wo es tatsächlich brennt. Und ich weiß nicht, zur Evakuierung direkt mal hier die Fluchthaube mitnehmen. Ich meine, wir haben noch einen Slot frei auf dem Platz. Trennschleifer, Halligan-Tool. Ja, das wäre vielleicht wichtiger. Komm, wir nehmen das mit. Gut, dann würde ich sagen, rennen wir langsam mal zum Kollegen. Und packen erstmal hier weg. Hallo. So, was kann ich hier tun? Sieh als nächstes an der Brandmeldeanlage nach, welcher Melder ausgelöst wurde. Alles klar, wir gucken gerade mal. Der Hitzedetektor im Triebwerksraum des Aufzugs wurde ausgelöst. Anhand der Kennung sollte ich die passende Laufkarte finden können. Seltsam. Die Laufkarte ist nicht hier. Die Laufkarte fehlt? Wie kann das sein? Gute Frage. Dann muss ich den Melder wohl ohne Karte finden. Na gut, dann los. Ich wollte schon sagen, ich kenne mich damit doch überhaupt nicht aus. Alles klar. Es ging um einen Aufzug. Können Sie mir sagen, wie es hier vielleicht dahin geht, wo ich hin möchte? Wo befindet sich der Triebwerksraum des Aufzugs? Oh, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich bin nur für den Empfang zuständig. Ich kann Ihnen aber meinen Schlüssel mitgeben. Damit kommen Sie durch alle Türen im Gebäude. Oh. Oh, das ist natürlich echt hilfreich. Da hat es sich ja gelohnt, mit ihm zu reden. Aber Inventar ist voll. Okay. Dann legen wir hier mal was ab. Ich würde die Wärmebildkamera gerade einfach mal bei Ihnen hinlegen. Hoffe, das ist okay. Und bitte nicht klauen. Die ist teuer. Dankeschön. Ja. WC. WC, glaube ich, führt mich nicht zum Ziel. Was das für ein Symbol ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Hand frei. Aber ich habe doch... Tür öffnen. Okay, die Tür ist schon aufgeschlossen. Ich glaube, das führt mich nicht zum Ziel. Ich würde jetzt einfach mal nach oben gehen. Aber ich habe noch nicht mal einen Aufzug gesehen. Also ich weiß nicht mal, wo der genau verläuft. Da ist ein Aufzug. Das Feuer muss hier in der Nähe sein. Okay. Es kommt Brandgeruch aus dem Schacht. Alles klar. Gut, das hilft mir schon mal ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt grob, wo der Aufzug ist. Ich gehe ja mal davon aus, dass das ganz oben ist, was ich suche. Badam. Da komme ich aber nicht dahin, wo ich gerne hin möchte. Oh Gott, ist das verwirrend. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich bin. Sunset Flower, Little Craft GmbH. Also hier sind mehrere Betriebe drin.
Ja, das müsste dann eigentlich da hinten das Ding sein. Aber ich glaube, hier komme ich nicht lang. Gucken wir mal, ob wir hier rum da hinkommen. Boah, ist das verwirrend. Diese Leiter führt aufs Dach. Ich muss aber, glaube ich, nicht aufs Dach. Ich würde gerne hier durch die Tür durch. Wir haben den Schlüssel ja mit dabei. Wir probieren es mal damit. Jetzt bin ich hier. Das bringt mich nicht weiter. Da muss ich wahrscheinlich doch aufs Dach. Oder? Denke ich mal. Komm ich da, kann ich da hoch? Kann ich das irgendwie öffnen? Ah, benötigt Schlüssel. Oh, der Schlüssel für alles. Oh, der ist echt Gold wert. Der ist ja echt Gold wert. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass uns wirklich der am Empfang so dermaßen weiterhelfen kann. Lagemeldung. Setze Erkundung auf dem Dach fort. Verstanden. Pass auf, wo du hintrittst. So, das müsste jetzt eigentlich hier drüben sein. Das Feuer muss in der Nähe sein. Genau, wir machen die Tür mal auf. Lagemeldung. Wow. Der Aufzugmotor brennt. Es gab eine Durchzündung. Wow, ich wollte gerade sagen, erstmal aufschließen und dann erstmal in die Hocke gehen, aber da konnte ich nicht mehr ganz so viel machen. Alles klar. Löschangriff eingeleitet. Wir versuchen mal abzulöschen erstmal. Vielleicht müssen wir auch erstmal Strom abstellen und so weiter, aber wir probieren es gerade erstmal so. Normalerweise wäre Strom abstellen, glaube ich, wichtiger gewesen. Ich glaube, ich krieg das aber so auch nicht aus, oder? Wir halten mal voll drauf. Wir kühlen das Ding mal komplett ab. Selbst das kostet Ausdauer und ich habe das Gefühl, die Flammen werden kleiner. Feuer aus. Verstanden. Feuer ist aus. So, wir machen gerade mal unsere Helmlampe an. Sowas haben wir natürlich auch, habe ich aber in der letzten Folge, glaube ich, nicht verwendet. Ja, ich würde sagen, das Ding hat gebrannt. Ja gut, jetzt hätte ich gerne meine Wärmebildkamera. Jetzt muss ich aber dann erstmal einen Weg zurückfinden. Es wird erstmal so ein kleiner Kampf wahrscheinlich. Gut, Feuer aus. Aber sonst noch irgendwas Brauchbares dabei? Wir mussten nichts aufbrechen, was wirklich Gold wert war. Und wir können ja gerade mal gucken, was wir hier so an Nebenaufgaben haben. Ja, Kontrolle mit Wärmebildkamera, das wollte ich jetzt gleich machen. Ansonsten, Feuer ist schon mal aus, Zugang haben wir uns beschafft. Ortsbegehung, ja, soweit abgeschlossen. Wir waren auf dem Dach unterwegs, haben dort hingefunden, wo wir hin wollten. Und dann hätten wir noch ein paar optionale Ziele. Die ich mir jetzt aktuell aber noch gar nicht so wirklich vorstellen kann. Außer, wie gesagt, vielleicht Strom abstellen. Ja, weil ich meine, so ein Elektromotor, der hat ja schon ein bisschen Saft dahinter. Und wenn sowas brennt, sollte man das vielleicht auch ausknipsen. So, das Schöne ist, wir haben uns jetzt hier so eine kleine Abkürzung verschafft, so wie es aussieht. Boah, wie viele Firmen hier drin sind. Nicht schlecht. Gut, also auf jeden Fall runter. Dann holen wir die Wärmebildkamera. Wir müssen die Brandmeldezentrale dann noch ausschalten. Wobei, das wird wahrscheinlich der Einsatzleiter dann machen. Boah, wo muss ich lang? Nee, da muss ich nicht lang. Da bin ich falsch. Orientierung hier in diesem großen Gebäude gleich null. Ich müsste hier lang, genau. So, Cheffe ist rausgerannt. Schon die Schnauze voll. Gut, ich kann auch jetzt eigentlich schon mal die Brandmeldezentrale ausschalten, falls ich das machen soll. Keine Hand frei. Brandmeldezentrale zurücksetzen. Haben wir so mitgemacht. Trophäe erhalten, Herr der Lage. Gut. Genau, wir machen jetzt noch die Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Aber mich würde mal interessieren, was hier unten ist. Ich finde, die Gebäude sind eigentlich richtig cool ausgearbeitet. Genau, da haben wir noch einen Aufzugsschacht. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Oh, sogar hier Tiefgarage. Ja, wie cool. Was haben wir hier für einen Raum? Da ist der Stromkasten. Ich wette mit euch. Okay, ich habe den Schlüssel jetzt nicht mehr. Aber ich wette mit euch, es wäre ganz gut gewesen. Oh, Belüftungssystem. Nee, ist nicht der Stromkasten, ist ein Belüftungssystem. Alles klar. Boah, ich finde das voll cool, wie das hier aufgebaut ist. Voll cool. Aber ich suche sowas wie einen Sicherungskasten eigentlich. Aber klar, findet den hier mal. Hier haben wir die nächste Ebene. Ach du Kacke, das ist ja wirklich richtig cool aufgebaut. Finde ich richtig gut. Ich meine, klar, ich könnte jetzt da noch nach einem Sicherungskasten suchen oder so, aber nee. Lass mal stecken. Vielleicht könnte der mir noch was sagen, aber ich glaube nicht. Es sollte niemand im Gebäude sein. Vor 10 Uhr arbeitet hier noch keiner. Okay. Vor 10 Uhr arbeitet hier noch keiner. Ah, und hier wäre auch noch ein separater Eingang gewesen.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich das richtig cool finde, wie hier diese Einsatzorte aufgebaut sind? Auf dem WC wird wahrscheinlich auch kein Sicherungskasten sein, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich bin vollkommen begeistert. Das sind alles auch nur Gewerbe und irgendwelche Firmen, Unternehmen. Vielleicht gibt es hier auch sowas nicht jetzt bei dem Brand, aber ich gehe mal davon aus, aber das Gebäude ist halt so riesig. Finde da mal sowas. Ohne irgendeine Karte oder ohne halt irgendwie einen Hinweis, wo das sein könnte. Na gut, ich würde sagen, wir begeben uns langsam dann mal wieder zum Brandherd. Oh Gott, ich bin hier vollkommen lost. Also hier einmal, dann hier hoch. Ich habe auch jetzt ehrlich gesagt nicht beim dritten Einsatz mit sowas Großem gerechnet, wo wir es schon so zurechtfinden müssen. Aber, ja, passt schon. Ist auf jeden Fall cool. So, Wärmebildkamera. Wir gucken mal. Ich würde sagen, es geht nicht mehr in den roten Bereich. Ich glaube, wir haben das komplette Ding total geflutet. Funktioniert gut aus. Lichtschalter müsste eigentlich auch noch funktionieren, oder? Keine Hand frei, okay. Ich finde es auch geil. Man muss auch mal bedenken, jeder Raum hier in diesem Spiel hat wirklich einzelne Lichtschalter. Du kannst für jeden Raum das Licht einschalten und so weiter und so fort. Es ist richtig cool. Du kannst halt auch jede Tür. Wären wir jetzt nicht zu dem Pförtner gegangen, dann hätten wir auch keinen Schlüssel bekommen. Dann hätten wir mit dem Halligan-Tool hier alles aufbrechen müssen. Also, das war wirklich Gold wert. Und das Schloss hätten wir vielleicht dann aufsägen müssen, beziehungsweise aufdrennen, aufflexen oder so. Wäre auch eine andere Möglichkeit gewesen. Wir haben uns zum Glück dafür entschieden, mit dem Pförtner zu reden. Und das hat uns, glaube ich, richtig viel Arbeit gespart. Wir hätten jetzt hier noch angeblich zwei weitere Punkte offen. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht heißt, ja, Sicherungskasten und so weiter. Oder lassen wir hier offen? Ja, komm, wir lassen offen, dass das noch ein bisschen durchzieht. Lademeldung, der Aufzugmotor brennt. Es gab eine Durchzündung. Jetzt haben wir einen Spielfehler entdeckt. Aber die haben anscheinend nicht mit gerechnet, dass wir die Tür nochmal aufmachen. Aber komm, wir lassen die Tür mal offen. Das passt schon. So. Was halt vielleicht manchmal ein bisschen doof ist, ist, dass man hier halt komplett alleine unterwegs ist. Aber ich finde es jetzt auch nicht störend, weil ich einfach finde, es macht spielerisch so ziemlich viel Spaß jetzt in dem Fall. Ja, mich würde halt immer noch interessieren, ob hier irgendwo ein Sicherungskasten ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wollt, dass wir hier stundenlang durch die Gegend rennen und irgendwie so einen Stromkasten suchen. Weil das ist ja alles nur Gewerbekrams. Hier haben wir das. Das sieht auch aus wie so ein Schulungsraum. Ja. 1:1. Komplett langweilig. Gut, Fenster, man kann auch hier jedes Fenster übrigens aufmachen. Ob da jetzt ein Brand in der Nähe ist oder nicht, ist vollkommen egal. Du kannst wirklich jedes Fenster öffnen, du kannst überall Lichtschalter drücken. Ja, es ist einfach richtig cool. Ich mag's. Okay, wir müssen noch ein Stockwerk weiter runter. Hier haben wir auch eine schöne Küche, da geht's hoch. Wir wollen runter, also gehen wir auch runter. Genau, da ist der Pförtner. Mit Überwachungskamera hier. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gut, dass Sie angerufen haben. Tschüss. Ich mache hier zu, gell? Die anderen Türen können Sie selber alle wieder zumachen. Genau. So, tschüss. Ja, komm. Ich glaube, also ich bin damit zufrieden. Es ist niemand verletzt. Feuer ist aus. Wärmebildkamera, wurde auch nichts entdeckt. War auch wieder schön abgesperrt von der Polizei. Wir können ja gerade nochmal hier so ein Einsatzfoto machen, oder? Ein schönes Einsatzfoto. Dafür gehe ich mal in die Hocke. Genau, wir sehen zwar unseren Punkt in der Mitte zum Zielen, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz cool. So. Gut, haben wir ein paar Bilder gemacht. Und dann beenden wir den Einsatz. Oder hat er noch irgendwas zu sagen? Hast du schon den Fahrstuhlschacht mit Absperrband gesichert? Oh! Soweit habe ich gar nicht gedacht. Das habe ich eigentlich... Ich hätte jetzt auch eigentlich gedacht, das ist eher Aufgabe von jemand anderem, aber... Ich leg dir mal die Wärmebildkamera hier hin, gell? Soweit habe ich gar nicht gedacht. Aber klar. Ich meine, das könnte theoretisch der Pförtner machen. Das wäre jetzt nicht so hundertprozentig mein Job, aber... Das ist schon eine gute Idee. Das ist schon eine gute Idee. Gefällt mir. Machen wir natürlich noch. Ja, aber jetzt haben wir natürlich einige Schächte zum Absichern. Jetzt müssen wir gerade nochmal nach hier unten rennen. Und dann nochmal nach oben. Jetzt weiß ich auch, wofür dieses Absperrband ist. Zum Glück habe ich nochmal mit ihm gesprochen. Weil das wäre mir nicht eingefallen. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, das Ding ist eh außer Betrieb, also fertig aus. Nichts mehr für mich zu tun. Rest muss der Pförtner machen oder keine Ahnung, irgendjemand, der hier halt das Gebäude noch führt oder was weiß ich. Aber da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich das hier machen soll. So, wir müssen kurze Pause machen. Keine Kraft mehr.
Entschuldigung, ich bin immer noch leicht erkältet, also da bitte nicht wundern, dass die Stimme manchmal ein bisschen den Geist aufgibt. Aufzugsschacht war da. Genau. So, dann jetzt einmal hier noch absperren, einmal nochmal Stockwerk weiter oben, oder? Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Ach nee, hier war schon nichts mehr. Stimmt, da war schon kein Aufzugsschacht mehr. Was eigentlich auch komisch ist. Wobei, nee, das Gebäude endet ja hier dann quasi. Ja, das passt schon. Ach, ich habe gerade wieder keine Ausdauer. Ich muss kurz mal stehen bleiben. Meistens füllt die sich nicht auf. Jetzt geht's wieder. Packen wir das mal weg. Haben wir auch wieder eine Hand frei. So, und jetzt wünsche ich Ihnen aber auch nochmal einen guten Tag, einen schönen Tag. So, tschüss. Ja, was die oberste Aufgabe da ist, keine Ahnung. Das habe ich irgendwie bei jedem Einsatz offen. Das zähle ich schon gar nicht mehr mit. Ich weiß nicht, ob das ein Darstellungsfehler ist oder ob noch irgendeine Aufgabe vorhanden ist. Hast du die Brandmeldeanlage schon zurückgesetzt? Wenn alles erledigt ist, können wir abrücken. Ja, die habe ich schon zurückgesetzt. Da ist schon alles erledigt. Also wir können. Effizienz 100%. Sehr schön. Kein Schaden genommen. Ich bin ja auch gleich, als die Flamme aus der Tür rauskam, einen Schritt zurück. Trefferquote 98%. Ah, ist schon besser als mit dem Feuerlöscher. Ist okay. So, okay. Dann würde ich sagen, auf zum nächsten Einsatz, oder? Los geht's. Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst. Was ist passiert? In meinem Obstladen läuft ein Monster rum. Riesig! Sowas haben Sie noch nie gesehen! Monster sind unser Spezialgebiet. Befindet es sich noch in Ihrem Obstladen? Ja, ich habe es ein- und mich ausgesperrt. Ich zittere immer noch am ganzen Leib. Die Kollegen sind gleich bei Ihnen und werden sich um Ihr Problem kümmern. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was meint er mit Monster? Eine Spinne? Eine Schlange? Irgendein Mensch? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ich wüsste aber auch gar nicht, wie wir da vorgehen sollen. Wenn wir jetzt wirklich da irgendein Tier haben oder so. Da bin ich jetzt mal gespannt. Irgendein Monster. Und derjenige hat sich ausgesperrt jetzt. Wahrscheinlich müssen wir also die Tür aufbrechen. Also Halligan-Tool mitnehmen. Fruchthand. Ich rechne mit irgendeiner Spinne. So, Donnerstag, 27.04.2023, 6.43 Uhr. Einsatzstichwort Tierrettung. Da bin ich ja mal gespannt. Der junge Mann hier hat eine Spinne in einer der Bananenkisten entdeckt. Finde die Spinne und versuch sie einzufangen. Aber sei vorsichtig. Es ist unklar, ob sie giftig ist. Damit habe ich schon fast gerechnet. So typisch Banane, Bananenspinnen und so weiter. Na gut, er hat sich ausgesperrt. Wir nehmen das Halligan-Tool mal mit. Trennschleifer weiß ich, würde ich erstmal hier lassen. Auffangwanne, ich weiß halt nicht, wie soll ich die fangen? Mit dem Feuerlöscher ansprühen, mit dem Halligan-Tool draufschlagen, mit dem Gebläse wegpusten, mit Bindemittel austrocknen. Ich habe keine Ahnung, Besen, Heugabel. Ich weiß nicht. Mit Besen Blatt hauen? Wäre aber schon irgendwie ein bisschen gemein. Das arme Tier. Ja, komm, wir gehen erstmal so rein. Ich bin ausgestattet. Ich gehe rein, Chefe. Hallo. Also, Sie haben eine Bananenspinne gesichtet, Herr Schröder. Hab ich mich erschrocken? Und vor Schreck? Hab ich mich ausgesperrt? Wo hab ich nur meinen Schlüssel gelassen? Vielleicht kommen sie durch den Hintereingang hinein. Oh, netter Tipp, dankeschön. Dann muss ich vielleicht ihre Tür nicht zerstören. Dann probieren wir es doch erstmal so. Okay, ist abgeschlossen. Vielleicht gibt es hier hinten noch eine Tür. Ja, vielleicht. Vielleicht sieht es hier ganz gut aus. So, wir schalten gerade mal das Licht an. Ich mache gerade mal meine Helmlampe an. Das sollte eigentlich groß genug sein, um eine Spinne einzufangen. Oh. Ah, das ist tatsächlich hier der richtige Weg. Ich mache hier gerade mal zu, nicht, dass die Spinne irgendwie meint, abhauen zu müssen. Ja, wenn wir jetzt durch die Vordertür rein, hätten wir vielleicht ein Problem. So haben wir direkt eine Plastikbox mit dabei. Ja, mit der ich in der Hand keine Tür öffnen kann. Ich bin so unfähig. Gucken wir uns gerade hier mal um. Okay, hier haben wir auch noch Lichtschalter. Hier haben wir noch eine andere Tür. Kein Eis, schade, paar Kisten, alles klar. Nee, gut. Weiß Bescheid? Schalt mal gerade mal hier aus, Licht an. Und dann wagen wir uns mal rein, oder? Ich nehme die Kiste gleich mal mit. Hallo? Hallo, Spinne? Okay, das sieht aber noch nicht nach Laden aus. Also würde ich die jetzt hier gerade mal ablegen nochmal. Dann machen wir hier auch gerade mal zu.
nicht, wie gesagt, dass die Spinne noch abhaut. Wir gehen ganz vorsichtig vor. Boah, meine Helmlampe ist aber auch grell. Gut, Licht mal eingeschaltet. Sehr schön. Also hier geht es zu einem Aufzug anscheinend, gehe ich mal davon aus. Genau, da ist der Aufzug. Wo geht's hier lang? Ach so. Ja gut, dann haben wir die Tür aufgemacht von innen. Ich mache hier wieder zu. Aufzug brauche ich gerade nicht. Dann nehmen wir die Plastikbox gerade nochmal ein paar Meter mit. Da müsste es hier zum Laden reingehen. Jawohl. Na gut. Spinni, Spinni, Spinni. Hallo Spinni, Spinni. Ja, wo bist du denn? Ja, wo ist sie denn? Also typisches Tierdeutsch. Gut, machen wir die Tür gerade mal zu. Und, ja, ist nur die Frage... Ja, hallo. Ja, hallo, du bist ja wirklich voll das Monster. Lagemeldung. Habe die Spinne entdeckt. Sie ist circa 16 cm groß. Alter, was ein Biest. Sei vorsichtig. Ich habe schon einen Experten angefordert. Er sollte jeden Moment da sein. Das ist bestimmt die Kiste, aus der die Spinne kam. Sie muss in der Nähe sein. Ja, feine Spinne? Lagemeldung. Ja, feine Spinne? Habe die Spinne entdeckt. Sie ist circa 16 cm groß. Braun, wenig behaart. Jawohl. Sei vorsichtig. Jawohl. Ich habe schon einen Experten angefordert. Er sollte jeden Moment da sein. Der Spinnenexperte ist eingetroffen. Du brauchst eine geeignete Transport... Ich war zu schnell für das Spiel. Ich hab's schon eingefangen. Boah, ich muss, glaube ich, da ein Disclaimer irgendwie oder irgendeine Warnung in die Beschreibung reinpacken, weil die Spinne sieht echt widerlich aus. Nicht, dass da irgendjemand zusammenzuckt und irgendwie noch umkippt. Gibt sehr viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben. Ich gehöre jetzt nicht so wirklich dazu, aber ich glaube, vor so einem Riesenbiest, da würde ich meinen Schlappenschnappreflex wahrscheinlich ziemlich hochfahren wollen, weil, boah, die würde ich nicht mal erschlagen wollen, die ist viel zu groß. Keine Ahnung, da hilft, glaube ich, nur noch Deo, Feuerzeug und Wohnung anzünden, ich weiß es nicht. Gut, also, Lage ist unter Kontrolle. Hallo? Sie sind der Experte? Ben Schulze-Meyer. Ich werde mich um Sie kümmern. Keine Sorge. Oh Gott, ich möchte ihm irgendwie die Spinne nicht mitgeben. Die tut mir jetzt schon leid. Okay. Dann, ich bin schon wieder zu böse. Okay. Hier ist die Spinne. Die habe ich gefangen. Hier haben Sie den blinden Passagier. Viel Spaß damit. Alter, die wirkt jetzt noch größer. Ein prächtiges Exemplar. Heteropoda maxima. Auch Riesenkrabbenspinne genannt. Eine Spinne aus der Familie der Sparaside und die größte bekannte Art dieser Familie. Manchmal werden sie versehentlich mit Bananen verladen und gelangen so zu uns. Sie erscheint sehr groß, was aber hauptsächlich an ihrer Beinspannweite liegt. Mit ihren dünnen Beinen kann sie sich sehr schnell fortbewegen. Sie lebt räuberisch, wobei sie keine Fangnetze herstellt, sondern die Beutetiere freilaufend erlegt. Wie viele Spinnen ist Heteropoda maxima giftig. Sie packt die Beute und versetzt ihr ein Giftbiss, um anschließend die dadurch bewegungsunfähige Beute zu verzehren. Aber keine Sorge, ihr Gift reicht nicht aus, um einen Menschen ernsthaft zu gefährden. Es wird in der Gegend, in der sie lebt, auch nichts über Bisse berichtet, da sie eher die Flucht ergreift. Oh, Entschuldigung, ich sehe schon, Sie haben es eilig. Also ich hätte mir jetzt ruhig schon den Vortrag länger angehört. Auch nichts dagegen. Okay, ja gut. Er ist auf jeden Fall glücklich. Mega krasses Biest. Ich verstehe die Panik ein bisschen bei Ihnen. Also kein Problem, alles gut. Ja, ich will aber jetzt nochmal nachschauen, haben wir wirklich nur diese eine Spinne gehabt oder gibt es noch mehrere? Ich glaube fast, es war nur die eine. Schauen gerade mal nach. Optionale Ziele. Hätten wir theoretisch eins. Ah, die hätten wir auch verschieben können. Alles klar. Ja, sehr cool. Ja, sehr cool. Gut. Dann würde ich sagen, ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch als optionales Ziel hätten haben sollen oder machen können, tun. Der Schlüssel. Vielleicht können wir den Ladenbesitzer geben. Dann haben wir vielleicht die optionale Aufgabe. Danke für den Schlüssel. Ich glaube, ich mache für heute den Laden zu. Ja, gut, dann haben wir, glaube ich, auch die Nebenaufgabe. Was wir jetzt halt noch als Nebenaufgabe hätten, keine Ahnung. Ich glaube, den Schlüssel hätte er jetzt auch ohne uns hier gefunden. Aber gut, er ist glücklich. Also alles soweit zu meiner Zufriedenheit.
Licht kann irgendjemand anderes ausmachen, sagen wir ihm noch Bescheid, aber ansonsten, glaube ich, können wir hier abziehen. Ich habe hinten die ganzen Lichter angemacht, einmal bitte noch ausschalten. Alles klar, dann können wir nämlich abrücken. Schönen Tag noch. Tschüss. Du noch irgendeine Idee? Hast du deine Aufgaben schon abgearbeitet? Anscheinend nicht. Alles klar, dann gehen wir. Sehr cooler Einsatz, habe ich ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet. Cool inszeniert. Coole Spinne, riesig groß, wenn viele Angst haben wahrscheinlich in dem Video, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr cool auch. Okay, dann würde ich sagen, Einsatz beenden, gucken wir uns mal die Auswertung an. Also, 100%, wieder kein Schaden genommen, niemand verletzt, Spinne nicht verletzt, direkt die richtige Plastikbox gefunden. Also ist schon sehr wichtig, mit den Leuten zu reden, weil der erste Gedanke war, okay, Vordertür, aufbrechen, reingehen, Spinne fangen. Hätten wir ein Problem gehabt, wie Spinne fangen, keine Plastikbox, dann hätten wir anfangen müssen, nach an der Spinne vorbeizulaufen, Plastikbox holen und so weiter und so fort, hätten wir da rumsuchen müssen. Vielleicht hätten wir es auch irgendwie anders lösen können, vielleicht wenn ich die Spinne jetzt nicht gefangen hätte, vielleicht wäre der Spinnenexperte ja trotzdem gekommen, hätte die dann selber gefangen oder, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall sehr cool, sehr viel Spaß gemacht und ja, dann würde ich sagen, klicken wir auf zurück und dann... Ja, kommen wir auch schon wieder ans Ende dieser Folge, würde ich sagen. Ja, wir sind schon bei 26 Minuten. 2 Einsätze reichen, glaube ich, pro Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Genau, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.